Das Entwicklerstudio der Bitmap Brothers dürfte vor allem in der Amiga- und PC-Szene bekannt sein. Das Team ist schon immer für seinen ganz eigenen Stil bekannt und unter anderem haben sie auch dieses Spiel hier veröffentlicht. Es wurde sogar auf unseren geliebten Nintendo Handheld portiert. Wie schlägt es sich dort? Bleibt etwas von dem Charme übrig? Was taugt Xenon 2 für den Game Boy heute noch? Diese Version wurde von Teenyweenie Games entwickelt und 1992 weltweit veröffentlicht. Bei uns und in Nordamerika war der Publisher Mindscape und auf den japanischen Markt übernahm PCM Complete. Das Spiel ist ein waschechtes Shoot'em'up. Ihr fliegt mit eurem Raumschiff von unten nach oben und ballert auf alles, was sich bewegt, während ihr den Feinden und ihren Beschuss ausweichen müsst. Nun, im Prinzip kann man das zu gefühlt 90% der Vertreter dieses Genres sagen. Was macht also Xenon 2 anders? Zum einen habt ihr neben eurem normalen Leben auch eine Lebensenergie. Ihr seid also nicht gleich bei dem ersten Treffer tot, aber haltet jetzt natürlich auch nicht unendlich viel Schaden aus. Die Balance ist meiner Ansicht nach dort sehr gut getroffen. Dann gibt es natürlich ab und zu diverse Upgrades zum Einsammeln. Diese verbessern wie gewohnt eure Waffen oder füllen eure Lebensenergie wieder auf. Soweit also wie gewohnt. Das Spiel bietet hier aber dann doch eine kleine Besonderheit. Diese kleinen Kreise mit den C drin, das sind nämlich Credits, also die Währung des Spieles. In den Leveln stoßt ihr nach einer bestimmten Zeit immer nämlich auf einen Shop. Dort könnt ihr einmal eure momentanen Power-Ups verkaufen und dann später mit euren eingesammelten Credits Upgrades kaufen. Darunter verbergen sich natürlich sehr nützliche Sachen wie Autofeuer. Ja, es gibt leider das nicht standardmäßig oder das Auffüllen der Lebensenergie. Ihr solltet also immer genau überlegen, welches Upgrade gerade für euch am idealsten ist. Nicht ausgegebene Credits werden allerdings leider nicht mit in das nächste Level mitgenommen. Sparen bringt hier also nichts. Eine kleine Eigenart bietet Xenon 2 auch bei der Steuerung. Das Level scrollt zwar automatisch, ihr könnt jedoch mit dem Druck auf das Steuerkreuz nach unten Gegenschub aufbauen und damit das Scrollen verlangsamen oder sogar umkehren. Soweit also zum Besonderen. Wie fühlt sich aber das Spiel an? Wie ist die Gestaltung der Level? Allgemein würde ich das Spiel als etwas gemächlicher als andere Titel beschreiben. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel damit leichter wäre. Die Gegner und deren Geschosse können auch schon mal sehr kleinteilig werden und ihr könnt dadurch auch schon mal kurzfristig die Übersicht verlieren. Die Gegnervielfalt ist allerdings richtig gut gelungen. Euch erwarten insgesamt 5 verschiedene Level, welche natürlich alle in einem epischen Bosskampf enden. Das mag zwar nicht nach sehr viel klingen, aber die Abschnitte sind sehr groß und da geht das in Ordnung. Leider gibt es kein Passwortsystem oder ähnliches, aber dafür könnt ihr euer Spielvergnügen in 3 Schwierigkeitsgraden anpassen. Außerdem gibt es sogar einen Zweispieler-Modus, den ich jedoch leider nicht testen konnte. Die Grafik ist durchaus gelungen und man sieht sofort die Verwandtschaft zu der Originalversion des Amigas. Das mag zwar an sich ein guter Stil sein, jedoch wirkt das Spiel hier und da mein Ansehen hat doch etwas zu krümelig. Was hoch aufgelöst in Farbe gut aussieht, muss schließlich nicht unbedingt auch auf den Gameboy passen. Ein K.O.-Kriterium ist es nicht, aber es ist eben Geschmackssache. Musik und Sound sind im Gegensatz hervorragend gelungen. Was taugt Xenon 2 für den Gameboy also heute noch? Ich hatte definitiv meine Freude an dem Spiel. Es spielt sich sehr kurzweilig und die Idee mit dem Shop-System und die Lebensenergie finde ich sehr gut. Es kann jedoch schon einmal sehr krümelig auf dem Bildschirm werden. Wer damit leben kann, bekommt hier jedoch ein solides Shoot'em'up, das nichts großartig falsch macht, aber ist auch kein Must-Have ist. Das war der Test zu Xenon 2 auf dem Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.